The Last of Us Remastered Left Behind DLC Folge 2. In der letzten Folge haben wir den Apotheker besucht, der uns ja ganz nett mal den Schlüssel gegeben hat. Und wir haben auch in der letzten Folge rausgefunden, dass hier ja mal wieder ein Klicker unterwegs ist, den wir ja schon kennen. Beziehungsweise die Klicker, die wir kennen aus dem Hauptspiel. Und wie ich immer wieder zu sagen pflege, die sind so unberechenbar in ihrer Gangart. Ich werde mir das nämlich mal sparen, im DLC hier Halligalli Vollgas zu geben. Gut, wenn das nur einer ist, dann geht's noch. So. Jetzt haben wir den Schlüssel für die Tür. Wunderbar. Nein. Ein Militärhubschrauber. Da muss irgendwas drin sein. Wie praktisch, dass es auch noch. Wie praktisch das ist, dass es auch noch ein Militärhubschrauber ist. Ein Erste-Hilfe-Militärhubschrauber. Mit dem Roten Kreuz sieht man das da drauf. So, hier haben wir was zum Sammeln oder zum Öffnen. Da ist nichts drin. Toll. Hier haben wir Zucker. Oh. Ich sollte vielleicht mal die Taschenlampe schütteln. Noch eine Schublade. Mein Gott, der hat auch ganz schön Krimskrams hier. Und warum hat der so viele PCs hier, der Apotheker? Was will er damit? LAN-Party? LAN-Party! So, kann ich was herstellen? Nee, kann ich noch nicht. Okay. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Shelter. Shelter Area. No entry or removal. Autorisiertes Personal only. Okay. Wer will da schon runter? Pixitec, dann gehen wir mal in den Laden Pixitec. Da können wir weitergehen. Jemand gefällt meine Aktivität? Daumen hoch. Ich werde mal eben mein Handy auf lautlos. Ich traue mich gerade nicht hier lang zu gehen, aber auch in die andere Richtung. Das ist irgendwie so, ne? Wo gehe ich denn als erstes hin? Gehe ich hier lang? Ach, ich komme in beide. Achso, okay. Ich komme durch beide. Oder? Hä? Moment. Moment, da muss ich nochmal eben... Oh, cool. Diese Spuren sind ja geil gemacht. Ist ja cool. Moment. Ich muss nochmal eben kurz hier auf die andere Seite gucken. Das kann auch... Wo komme ich denn hier hin dann? Oder komme ich hier... Ach, ich komme hier gar nicht durch. Hm. Das sah so aus, als würde man da durchkommen. Aber dem ist nicht so. Hm, Sanrio, Lion, Pina, Shapiro. Das ist, glaube ich, ein Fotoladen, wenn ich das richtig gesehen habe. Bis jetzt hatten wir noch nicht großartig das Vergnügen, einen Gegner zu haben. Also eher so erforschen. Ui, Lippenstift. Salon. Mal eben ein bisschen die Fingernägel machen. Ich glaube, ich nehme das Gelbe. Das ist hier anscheinend so ein. Voulez-vous? Schick, 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 way. La camembert. La camembert. Das ist anscheinend ein Beauty-Salon. Das hier muss reichen. Das ist anscheinend ein Pilot. Oder auch nicht. Gucken wir mal. So, vergrößern. Oberstaatsbefehlsfeldwebel Larry Caulfield ist heute Nachmittag heldenhaft gestorben. Wir flogen zurück zur Quarantänezone, als sich unser Patient verwandelte. Es müssen Sporen gewesen sein, da keiner von uns einen Biss gesehen hat.
Der Patient riss sich los und fiel unseren Piloten an. STF Sen oder Sen Brennan? Sen 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 Brennan? STF? STF W? STF Stabsfeld. Achso. Staatsfeldwebel. So. Obwohl der Hubschrauber außer Kontrolle geriet, kämpfte Officer Caulfield gegen den infizierten Patienten und rettete unser Leben. Wir stürzen in ein Kaufhaus und im ländlichen Colorado. Gefreiter Eugen Ellis, Officer Caulfield und ich waren die einzigen Überlebenden. Beim Überwältigen des Infizierten wurde Officer Caulfield am Hals gebissen. Er zeigte uns sofort den Biss und nahm sein Schicksal an. Ich führte das Infektionsprotokoll durch, bevor sich Officer Caulfield in einen Infizierten verwandeln konnte. Möge er in Frieden ruhen. Captain Rogan Francis, 4. Infanteriedivision, Denver Quarantänezone. Das ist ja nicht so gut gelaufen. So, jetzt haben wir den Helikopter, den Heli. Heli-Helikopter. Den Helikopter schon wesentlich näher gekommen. Los geht's. Ja, los geht's. Schnell. Hier raus. Das war knapp, was? Du warst schnell. Nicht schlecht. Danke. Darf ich mal eben sagen? Komm jetzt. Weiter geht's. Darf ich? Hast du sie gefunden? Fireflies? Genau. Erinnerst du dich an den Firefly, den du gebissen und beklaut hast? Ja, ich erinnere mich. Das ist Trevor. Ich habe ihn auf der Straße gesehen und bin ihm gefolgt. Bis in diese Gasse und alle Fireflies lauerten mir auf. Sie nahmen mich mit in ihr Versteck. Zu Marlene. Hattest du Angst? Schreckliche Angst. Ich dachte, jetzt würde sie mich erledigen. Aber stattdessen sagte sie nur, das hat gedauert. Sie hat mich erwartet. Und sie machte aus dir ein Firefly? Sowas in der Art. Diese ganze Angstmacherei war ein Test. Sie wollte wissen, ob mich jemand beauftragt hatte. Oh. Niemand vom Teufel spricht. Sie fragt nach dir. Wirklich? Du erinnerst sie an deine Mutter. Da weiß sie mehr als ich. Darf ich mal eben sagen, wie cool das ist, diese Zeitsprünge. Wie geil ist das denn schon wieder? Ich wollte mal eben, bevor wir jetzt weitergehen, nochmal dieses Artefakt uns angucken, den Steckbrief. Weil den hatte ich nicht richtig groß gemacht. Das kennen wir ja schon, aber nicht mit diesem Hero da drauf. Gesucht wegen Fireflies, Komplizenschaft, Heldin. Das ist so cool schon wieder, jetzt schon. Oh, ist das geil, das ist atemberaubend. Mir geht schon wieder einer ab. Ich feier gerade voll, ihr merkt's. Mit wem hängst du so ab? Keine Ahnung. Mit niemandem so richtig. Was ist mit Tino und den anderen? Wie geht's denen? O'Reilly, es sind deine Freunde. Aber du redest mit ihnen. Ja, stimmt schon. Hallo, ich würde mich hier gerne so gerne umsehen. Die rennen immer so weit vor. Das ist so cool. Was ist das? Firefly-Zeichen? Look for the... Hast du das Licht schon gefunden? Oh, ha, ha. Tut mir leid. Ich wollte niemanden beleidigen. Look for the light. Glaubst du jetzt an das Ganze? Ich weiß nur, dass ich keine Soldatin bin. Don't be a sheep. Wake up. Von wegen 30 Tage. Die Leute infizieren sich am laufenden Band. Das nur gut. Hast du noch mehr Infizierte gesehen? Um aufgenommen zu werden, bekam ich den Auftrag zum Töten von... Ach, lass uns...
uns lieber über was anderes reden. Wow, ist das toll. Liberty Gardens, lese ich das richtig? Huh. Sie ist ein bisschen... Liberty Gardens, ja, Boston. Ich muss mal ganz kurz in die Option schauen, liebe Leute. Kommen so gerade so vor, als ob es so leise wäre, die Dialoge. Ich weiß nicht warum. Man hört die beiden kaum irgendwie. So, gehen wir mal zurück. Wieder zurück ins Spiel. Sie hat Angst, dass ich hier Probleme mache. Klar, das kriege ich schon noch allein hin. Ich weiß. Hey, bist du noch das erste Mal hier? Was machen wir hier, Riley? Ich habe eine Überraschung für dich. Was? Ist es ein Dinosaurier? Vielleicht. Wenn es einer ist, mag ich dich wieder. Dann warte es doch einfach ab. Also das Bild jetzt da mit diesem grauen Hintergrund und den Hochhäusern in Silber erinnert mich voll an Bioshock. Ich weiß nicht warum, aber das erinnert mich voll so an Bioshock. Hat Fever Dream now playing? Oh, Dawn of the Wolf, da ist er wieder. Anscheinend Parking Garage. Anscheinend befinden wir uns hier in einer Shopping Mall. Was haben wir hier? Sparst du noch für diesen Urlaub? Jeden Cent. Hey, wo wollten wir nochmal hin? Hallo? Surfen in L.A.? Ja, stimmt. Surfen in L.A. Wow. Toll, muss ich echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Die hatte ich übrigens wieder. Die Wasserpistolen? Ach was, der aufgeblasene Arsch hat sie zurückgegeben? Natürlich nicht. Ich habe mich reingeschlichen. Riley, ich hatte sie schon fast. Und dann wurdest du gefasst. Und dann wurde ich gefasst. Was hat er gemacht? 2 Wochen lang putzen. Die Klos. Ach, Ellie. Ich sag dir, gib es auf. Kriegen wir nicht wieder. Ich hol mir die wieder. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist so toll. Ich glaube, dass Winston weg ist. Du weißt es? Ja. Weißt du, was passiert ist? Sie sagen, er ist vom Pferd gefallen. Herzinfarkt oder so. Na. Tja, wie viele Leute sterben hier schon einen natürlichen Tod? Ich kenne keinen. Genau. Mal sehen, was noch da ist. Ernsthaft? Oh, hier hat eine gelebt. Okay. Was? Ist das Winston? Mann, der sah ja mal richtig gut aus. Bingo. Willst du? Mit Entscheidung jetzt. Hat das Auswirkungen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil, nehmen wir den Alkohol da? Nein, danke. Mehr für mich. Okay. Nach einer Zeit darf ich mich nicht mehr entscheiden, wow. Anscheinend. Hartes Zeug. Na komm.
Nach einer Zeit darf ich mich anscheinend nicht entscheiden. Okay, dann geht das dann automatisch weg. Naja. Egal, besser so, Ellie, kein Alkohol. Und was ist mit Princess? Wahrscheinlich haben sie sie mitgenommen, als er tot war. Armes Pferd, sie hat bestimmt richtig Angst. Ja, da hört man schon raus, dass Ellie auch, so wie sie ja sagte, im Hauptspiel reiten kann und dass sie es schon geübt hat und alles. Ellie, hilf mir mal. Aber selbstverständlich. Ja. Weißt du was? Lass uns einen anderen Weg suchen. Ja. Klingt gut. Die Frage ist nur, was für ein? Hier, das sieht gut aus. Ja, das sieht interessant aus. Hey Riley. Ich helfe dir hier oben rüber. Vielleicht kriegst du sie von innen auf. Gute Idee. So, und schauen wir mal. Was ist das? Du Blödi, das war schon das zweite Mal. Wie geil ist das denn? Wieso waren wir früher noch nie hier? Ich habe die perfekte Maske für dich. Riley. Perfekt. Sieh's dir an. Ist das ein Wolfsmensch oder sowas? Setz sie auf! Wie cool ist das denn? Ja, voll krass! Brüll mal! Echt? Du sollst brüllen! Okay, ach okay, es ist so ein Minispiel. Wie cool ist das denn? Mal sehen, was es hier noch so gibt. Ich komme gerade vor wie in der Geisterbahn. Wie geil. Mann, schau dir mal das ganze Zeug an. Wie cool das ist. Wow. Was haben wir hier? Ih, Augen. Wie cool. Uah. Uah. Wie geil. Das war blöd. Ja, das war blöd. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Candy Wings. Wow. Spooky Town. Spooky Town. Wow, das hätte ich mal echt nicht gedacht, dass es so sehr emotional hier vonstatten geht. Oh, was ist das? Phönix. Wow. Cool, man kann sogar die Maske wechseln. Wie geil ist das denn? Wie sehe ich aus? Entzückend. Was ist das denn? Oh mein Gott, ist das geil. Ich feier gerade voll. Jawohl. Wahrheitsschädel. Stell ihm eine Frage, wenn du dich traust. Okay. Werden wir heute sterben? Nichts. So ein Quatsch. Du musst ihn umdrehen, du Genie. Umdrehen? Oh. Das ist höchst unwahrscheinlich. Ah. Puh, so ein Trost. Aha, cool. Können wir nochmal machen. Werde ich jemals ein Videospiel spielen? Deine Chancen sind eher schlecht. Leck mich.
Skelett. Komm noch mal einmal, doch komm. Wenn wir einmal dabei sind. Kann ich wieder Auto fahren? Ich fühl's in meinen Knochen. Okay. Okay, machen wir noch mal. Lassen wir jemals diese blöde Quarantänezone? Die Antwort hängt in der Luft. Dann ist es möglich? Kriege ich vielleicht irgendwann mal Brüste? Die Geister schweigen. Wie cool. Wie cool ist das denn? Wie oft kann man das denn machen? Kriegen wir je unsere Wasserpistolen zurück? Der Geist sagt, ja. Ah, hörst du das? Wir kriegen unsere Wasserpistolen wieder. Ach, wir gehen, Ellie. Genau. Lasst uns gehen. Sonst war ja jetzt hier nicht großartig. Doch, hier ist noch... Oh, cool. Hier ist noch eine Maske. Wie geil ist das denn? Bitteschön. Die roten Schuhe. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh, weh, Toto. Was sollen wir nur tun? Wie cool ist das denn? Mein Gott, und mit diesen emotionalen, erfreulichen Bildern entlasse ich euch in einer weiteren Pause. Und dann sehen wir uns hier in diesem, ja, Halloween-Festival. Halloween-Festival, Horror, Survival, Action, Adventure, Einkaufsladen wieder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Also macht's gut. Tschüss. Ich stehe voll auf Vampire.